Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Projekt hier auf meinem Kanal. Wir spielen eine Early Access Version von Green Hell, einem Survival Spiel, was vielleicht auf den ersten Blick ähnlich zu sein scheint wie The Forest, nur dass wir hier im Amazonas gelandet sind. Laut Entwickler wird es noch circa 3 Monate dauern, dann wären sie vielleicht aus der Early Access draußen. Das heißt, das Spiel dürfte dann schon so gut wie fertig sein. Warum dieses Spiel? Muss ich mal kurz räuspern, Entschuldigung. Ist eine Empfehlung oder besser ein Vorschlag eines lieben Freundes von mir gewesen. Und es hat schon dafür, dass es eine Early Access ist, eine super Kritik bekommen, also mehrere super Kritiken. Und da dachte ich mir, probieren wir es doch mal. Ich habe nur ganz kurz die Geschichte, also das Spiel gestartet gehabt, um zu schauen, ob es überhaupt funktioniert. Ja, tut es. Also ich würde sagen, wir gehen auf Überleben. Und hier können wir uns auf 3 Schwierigkeitsgraden, also einen von 3 Schwierigkeitsgraden aussuchen. Ein Spaziergang. Ein Spaziergang, ein ruhiger Modus ohne feindliche Angriffe. Du kannst dich immer noch freiwillig in die Gefahr stürzen. Für Spieler empfohlen, die sich auf Bauen und Erforschen konzentrieren wollen. Geistige Gesundheit ist aus, feindliche Stämme sind aus, Raubtiere sind aus, Nährstoffentzug langsam. Ich finde auch die Musik nicht so schlecht, muss ich ganz ehrlich sagen. Bau, bau. Yeah. Dann. Der Schwierigkeitsgrad, der mir persönlich gut zuspricht, willkommen im Dschungel. Alter Schwede, so ein Frosch im Hals, ne? Sag mal, schön räuspern, jetzt geht's gleich besser. Also, willkommen im Dschungel, ausbalancierte Survival-Erfahrung, ja, zum Verrecken lang genug, gut genug so. Für alle Spieler empfohlen. Geistige Gesundheit an, feindliche Stämme an, Raubtiere an und Nährstoffentzug normal. Und zu guter Letzt natürlich der Schwierigkeitsgrad Grüne Hölle, wie das Spiel auch schon so benannt ist. Gegner sind wesentlich feindseliger und die Strafe für niedrige geistige Gesundheit fallen drastischer aus. Für Survival-Experten empfohlen, ich bin kein Experte. Geistige Gesundheit an, feindliche Stämme an, Raubtiere an und Nährstoffentzug erhöht. Ich würde sagen, da ich beim letzten Blindspiel, das ich auf schwer gezockt habe, der Eurifin, ziemlich eine auf die Goschen gekriegt habe, würde ich sagen, machen wir hier mal den gesunden Durchschnitt. Ne? Also willkommen im Dschungel. Ihr seht schon, ich habe hier einmal meinen Übungsspeicher. Ich werde ihn jetzt überschreiben. Ja, bitte. Speicher. Spielstand wollte ich sagen. Schön, eine kaputte Hängebrücke. Das kann man immer brauchen. Der Klassiker, oder? Im Dschungel. Dann fällst du runter in den Fluss und die Krokodile fressen dich auf. Wunderprächtig. Wunderprächtig. Ich glaube, ich trinke mal kurz einen Schluck. Moment. Ah. Ein schöner Schluck warmen Tees. So. Wie gesagt, Early Access, ne, es braucht noch ein bisschen beim Laden und so, aber es wird schon werden. Hm, es tut sich was. Ja. Am Anfang hat es bei mir auch lang gedauert mit Laden und so. Ah, jetzt kommt was, glaube ich. Tag 1. Okay. I'm here. Hey! I made it! Is everything all right? Yeah. You can come up. You do know you have the walkie-talkie, right? Auf gut Deutsch, Alter, schrei nicht so rum. Okay. Mit der Taste T dürfen wir unser Walkie-Talkie benutzen. Also drücken wir sie doch mal, ne? Wenn ich sie anfinde. Da.
Du kannst hochkommen. Hey, cool, wir können uns sogar was aussuchen. Also, was wir sprechen sollen. You can come up. Just go ahead. Mm-hmm. I need to find something in my backpack. Warum? Ich wette, du würdest jetzt gerne ein Nickerchen machen. Boah. Und was genau? Und was genau? What exactly? The gear should already be at the camp. You will know when the time comes. Patience. Very well. You can catch up, yes? The path leads through that canyon. Mm-hmm. I know. Okay. Also unsere Kollegin, keine Ahnung, die möchte den Spaß hier jetzt gerade nicht mitmachen. Oh, ich darf noch was sprechen. Okay. Hast du das Boot festgemacht? Ja, Frau am Steuer, ungeheuer oder wie, ne? Egal ob mit dem Boot oder mit dem Auto. Schön. Sehr nett. Oh, have you tied down the boat? Hey. Jake, I know this might sound stupid under the circumstances, but I am glad we came back here. Yeah, I feel you. The place is beautiful. Still, we can't forget what we came here for in the first place, I know. But as soon as we're settled in, I am off to the Jabahuaca village. And what if they will not speak to us? Come on, let's not get ahead of ourselves. You're a phenomenal interpreter. If anyone can communicate with them, it's you. Mm-hmm, mm-hmm. Good thing I have an anthropologist at hand, Dr. Higgins. Ich glaube, die sind mehr als Kollegen. Vielleicht ist es sogar ein Ehepaar. Ist ja typisch eigentlich, ne? So, wir streifen hier mal durch die Gegend. Ich schaue gerade, ob mir vielleicht... Oh, schau, ein Steinchen. Das noch so, als wollte ich eigentlich Ausschau halten. Schon die ersten Ressourcen, ne? Nehmen, erweitern. Mit der rechten Maustaste. Herstellen, nehmen, zerstören. Was kann man denn herstellen? Nix noch, gleich, wenn wir zu wenig Sachen haben. Platziere einen zusätzlichen Gegenstand auf dem Handwerkstisch. Ich kann nur meinen Rucksack mehr haben, ich noch nicht. Aha, hier sehen wir unsere Sachen. Hier sind scheinbar unsere Werkzeuge. Seil. Wahrscheinlich kommen hier die Steine und Zweige hin. Da hätten wir was zum Futtern. Und was fürs Lagerfeuer. Aha, unser Walkie-Talkie ist hier. Okay. Aha, wir dürfen auch nur maximales Gewicht mit uns mitschleppen scheinbar. Großartig. Okay, auf jeden Fall haben wir, glaube ich, jetzt mal ein Steinchen. Dann schauen wir uns weiter um, oder? Tada! Ah, da ist noch ein Stein. Das haben wir hier. Ich würde sagen, nehmen wir gleich mit. Halt. Nehmen. Zwei Stück Stein bekommen. Oder soll es bedeuten, dass wir jetzt insgesamt zwei Steine haben? Das wäre logischer wahrscheinlich. Na, hallo. Okay, springen mit der Leertaste. Okay. Also noch ein Stein. Nehmen wir auch wieder mit. Eigentlich könnte ich gleich auf E drücken, dann ist es auch mitnehmen, glaube ich. Ich schaue mich nochmal. Halt, was noch was? Ein E. Oh, ein großer Stein. Aufheben. Oh. Okay, und jetzt? Hallo, Herr Papagei, ich schenke dir einen Stein. Komm, Stein für dich. Ich glaube, den will er nicht. Wie kriege ich den jetzt weg? Mit Quee. Okay. Voll auf den Zeh gefallen. Dann würde ich sagen, vielleicht geht was mit Sammeln, ne? Okay, das waren viele Steine. 5, 6, 7. 3 Steine mehr. Okay. Da ist noch einer. Noch ein Stein für uns. Kra, kra, kra. So, super. Aha, wir werden schon langsamer. Kann das sein? Weil wir schon so viel Zeugs mit uns rumschleppen. Okay, das ist wirklich real. Muss man echt sagen. Wenn ich so viele Steine im Rucksack habe, werde ich auch... Wird man natürlich schwerer und somit auch langsamer. Große Steinchen. Was haben wir drin? Wieder drei Stück? Ja. 13, 14, 15. Okay.
Unser Frauchen sucht tatsächlich was im Boot. Naja. Wenn sie meint. La la la, kra 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 kra. So. Das bedeutet also, wenn wir nichts im Rucksack haben, sind wir schneller. Gut. So was wie ein Sprint scheint es nicht zu geben, aber ducken. Aha, man kann sich ducken. Okay. Mit der Steuerungstaste kann man sich ducken. Halt, da war was. Steinchen, Steinchen. Mitnehmen. Da. Noch mehr Steinchen. Sammeln. Wieder 3 Steine mehr. Und noch der nächste sammeln. Wahrscheinlich kann ich bald nichts mehr schleppen. Und ich habe mir das eingebildet, mit langsamer werden. Ich glaube, das habe ich mir eingebildet. La 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 la. La 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 la. Halt, noch ein Stein. Boah, da gibt es viele. Ne. Unglaublich, oder? Mhm. Noch mehr Steine. Alter. Steine, Steine. Steine, Steine. Noch ein Stein, noch ein Stein. La la la. Da ist noch mehr Stein. Stein, Stein, Stein. Aber irgendwie können wir noch keine Zweige sammeln oder so, ne? Ui, schau. Hallo. Ich glaube, der ist gerade vor seiner Frau weggelaufen. Auch in der Natur. Ne? Sind wir Frauen furchteinflößend. So. Aha, wo sind wir hier? Ah, ich glaube, da ist das Lager, hm? Weil, wie es da oben rechts steht, wir sollen ja ein Lager finden. Das ist unsere Mission, scheinbar unsere Aufgabe. Unsere Queste. Gibt es hier noch Stein? Für einen armen Abenteurer? Ah, das ist auch ein bisschen gefährlich, ne? Zu zweit im Regenwald. Ich finde das schon ein bisschen krass. Oh, da haben wir was. Liane. Halten und nehmen. Yes. Super. Ich schaue noch kurz, ob es hier noch mehr Lianen gibt. Die nehme ich gleich alle mit. Alles, was geht. Alles, was geht. Halt. Kleiner Stock. Obwohl, ist ja alles da. Ich sollte vielleicht auch mal zum Boden runterschauen. Wäre auch hilfreich. Lianen, Lianen. 3 pro Baum. 3 pro Baum. Lianen. Noch ein Stock. 3 pro Baum. Lala. Noch mehr Lianen. Ja. Wir müssen hier gut vorbereitet sein. Halt. Ein Seil. Achso, ich bin voll. Okay. Aha, die Liane wird also automatisch zum Seil. Ist ja nicht schlecht, oder? Noch ein Stöckelein. War da ein Stock? Nein. Wie so ein Hund, der nach Stöckchen sucht, ne? Ja, wo ist das Stöckchen? Ja, wo ist das Stöckchen? Ja, fein. Lianen können wir da mal nicht mehr nehmen. Haben wir schon zu viele. Ja, such. Feiner Junge, wo ist das Stöckchen? Da ist ein Stöckchen. Also ich weiß jetzt schon, dass ich ziemlich bald verrecken werde, wahrscheinlich. Das ist ja eigentlich schon bei meinen Qualitäten hier als Let's Player, ist das ja schon vorprogrammiert. Ich dachte, das wäre ein Krokodil, da ist das ein Ast, glaube ich. Also, Lianen, jawohl, dabei nicht, danke. Ob man aus dem Fluss hier was trinken kann, ich bin mir nicht so sicher, ha? Halt, noch ein Ast, also ein Stock halt. Ja, ja, ist das ein Mausi? Bist du? Maus, eine Maus, eine Maus. What the fuck? Mausi! Mausi! Jo! Süßes Mausi! Ich will dein Freund sein. Ich habe jetzt keine Sämereien mit. Schade!
Die hätte sich jetzt gefreut, glaube ich. Mei, so viel süß. Da ist sie. Miep, miep, miep. Oh Gott, ja, ich spinne gerade. Entschuldigung. Das liegt halt daran, weil ich selber Farbmäuse zu Hause habe. Und da bin ich halt jetzt gerade total fasziniert und freue mich, dass es hier Mäuse gibt. Gut. Ich glaube, wir sind hier in unserem Lager angekommen und ich denke mal, dass wir vielleicht unser Frauchen herholen sollten, ne? Okay, ich habe das Zelt gefunden. Okay, I found the tent. Is everything all right? Mia, wir haben hier wunderbare Mäuse. Was? Nein, das war nicht das Thema, ne? Nicht gerade ein 5-Sterne-Unterkunft. Passt schon. Ja, das obere. Spacious interior, luxurious cots. Not all that fancy. Oh, and there's a dirt floor. As long as it doesn't leak, I am fine with it. Soul Trail always delivers. At first glance, it looks like we have everything we might need. Die Maus ist zweiter Tag. Okay, ich hoffe, die Mauses bleiben uns erhalten. Well, that's everything. We're officially settled in. You know what that means, don't you? I remember the agreement, but maybe we should reconsider this. I'm not sure it's the best idea for you to visit them alone. Cariño, you know I have to do this. It's the only way to make them talk. Oh, don't worry. It'll be all right. Better pick up some wood. Let's have a romantic dinner. Romantic canned beans. Use your imagination. Benutz deine Fantasie. Ah, Left Shift gedrückt halten, um zu rennen. Boah, echt jetzt? Hoppala. Das müsste das hier sein. Tatsächlich, jetzt können wir auf einmal springen. Also rennen. Okay, das ging vorher noch nicht. Wahrscheinlich, weil es hier ein Tutorial sein soll. Halt. Ah, da ist Frauchen. Ich dachte schon, Hun, get the campfire started, please. Hun, get the campfire started, please. Jo, ist schon gut. Ich wollte nur zu dir rein. Dann halt nicht. Ist wieder typisch, ne? Die Frau will ungestört sein. So, eine Notiz. Was haben wir denn da? Mit R lesen. Für die Leute, die Englisch wunderbar bewandert sind, können das hier schon mal durchlesen. Aber ich bin ein deutscher Mensch, also deutschsprechender Mensch. Ich kann nicht so gut Englisch. Also ich nicht. Also, der verschollene Stamm. Da, ne? Der verschollene Stamm. Das hier ist ihr Land. Ihr Erbe, so wie schon seit tausenden von Jahren. Jeder, der hierher kommt, muss das respektieren. Es ist 3 Jahre her, dass wir sie zuletzt gesehen haben. Oft reagieren sie mit Furcht auf das Unbekannte. Es ist verrückt, aber wir brauchen dringend ihre Hilfe. Unser ganzer Plan hängt davon ab. Okay. Das war's? Ja? Lesen? Verbergen? Aha, okay, so ist das gemeint. Okay, beenden. Mausis, da vorne, da ist eine. Oh, das ist so cool. Ich mag das Spiel schon allein, weil es Mäuse gibt. So, also. Notizen. Aha, die Tierwelt sozusagen. Tiere des Regenwaldes. Harmlos. Hinter all den Gefahren verbirgt sich so viel Schönheit in diesem Dschungel. Viele kleine Säugetiere dienen den Eingeborenen als Nahrungsquelle. Da sie reich an Proteinen und Fetten sind, stellen sie die perfekte Ergänzung zu Früchten und Gemüse dar. Alles Klärchen, was haben wir da? Ist gerade eine Maus im Zelt rein? Ich glaube, das... Keine Ahnung. Ich glaube, das schaut so aus. Yabahuaka. Die Eingeborenen sozusagen, ne? Dem hat man mal schön den Scheitel gezogen. So. Yabahuaka. Die Yabahuaka leben tief im Amazonas-Regenwald und gelten als einer der 80 verborgenen Stämme dort. Na schön, das heißt Kannibalismus eventuell. Sie fürchten die moderne, grausame Welt und leben daher sehr isoliert. Werden sie uns willkommen heißen? Sie sind der Schlüssel und der einzige Hinweis darauf, wieso wir hier sind. Naja, ich würde sagen, wir sind mit dem Boot hergefahren, aber das schaut nur so aus.
Also eine Pflanze ist da. Ich dachte, wäre eine Maus reingehuscht. Nix da. Okay. Hm. Da vorne ist sie, das Mausi. Davon, davon, davon. So süß. Was haben wir denn hier? Ein Poster. Lesen. Lesen. Mittlere Schicht, Blattwerk, Strauchschicht, Unterholz. Ah. Also wie die Größe des Baumes zu benennen ist, die Bäume. Achso, was wo lebt. Ach so gemeint. Okay. Also. Ja, was denn? Ja, du süß, du. Ja, hallo. Da kommt sie, schau, da kommt sie. Und weg ist sie. Eine Machete. Ja, den nehmen wir gern mit. Noch mehr Macheten? Brauchen wir echt zwei? Ich lasse mal eine für Frauchen da. Meine Güte. Okay, ich könnte 2 Stunden die Tiere anschauen. Ich würde sagen, für den Part beginnen. Blocken mit R. Ah, im Ernst, da müssen wir auch mit. Das ist doof. Halte C gedrückt, um das Navigationsrad aufzurufen. Wähle das Tagebuch und dann das Feuerlesezeichen. Es ist schon die Frage, ob das Ganze hier eventuell Controller unterstützt ist. Dann wäre es vielleicht sogar schon einfacher zu zocken. Also untersuchen. Drehen. Okay, das haben wir noch nicht. Wir haben nur ein Armband. Mhm. Dann vielleicht nochmal C. Nein. Wie komme ich da jetzt weg? Ich wähle einen Ort für ein kleines Feuer. Lese ich gerade das Aufgabe. Ja, ich habe das schon gedreht. Es ist da nichts. Ah, da kann man sich die Beine. Ach so. Da kann den Arm kann man sich anschauen. Die Haxen kann man sich anschauen. Cool, also das ist cool gemacht. Wir sind zwar dreckig, wie irgendwas sonst, aber sonst scheint alles okay zu sein. Okay, das ist schön. Kann man da? Aha, mit Escape kommt man wieder weg. Nochmal. So, untersuchen. Rucksack. Tagebuch. Herstellen. Okay, was haben wir im Tagebuch? Kleines Feuer. Kleines Feuer. Ach so, das ist mit Tagebuch gemeint. Mengenelement. Ah, die Uhr oder was? Wirkung senkt maximale Kondition. Das ist cool. Alles schön auf Deutsch beschrieben. Das ist echt schön. Das gefällt mir gut. Einmal blättern. Aha. Geistige Gesundheit. Ja, diesen Wirrkopf habe ich immer. Wirkung, Halluzination. Ja, ich stelle mir auch immer vor, dass. Ja, egal. Und da steht halt immer schön dabei, wie man das heilen kann. Das ist echt super. Das werden wir dann lesen, wenn es soweit ist, wenn man das, wenn das auf uns zutrifft. Okay, eigentlich habt ihr recht. Geistige Gesundheit bezieht sich sowieso nicht. Also, bekannte Behandlungsmethode, vielleicht hilft es mir ja, ne? Verzehr eines Produktes mit einer natürlichen Anti-Stress-Wirkung verbessert den Geisteszustand. Das heißt, die müssen auch kochen. Okay. Hier haben wir noch nichts stehen, keine Einträge. Glühbirne, Intelligenz oder was? Fäuste, erhöhter Schaden. Äxte, erhöhter Schaden, geringerer Ausdauerverbrauch. Klingen, erhöhter Schaden, geringer Ausdauerverbrauch. Speere, erhöhter Schaden, geringer Ausdauerverbrauch. Immer das gleiche. Handwerk, erhöht Gegenstandshaltbarkeit. Zusätzliche Rezepte. Achso, Feuer machen? Cool. Die typische alte Methode, ne? Wo man sich immer schön die Blasen auf die Finger holt. Geringerer Ausdauerverbrauch. Werkzeuge verlieren weniger Haltbarkeit. Feuer machen. Aha, kochen. Verkürzte Kochzeiten. Erhöhte Brenndauer. Aha, da sind wieder die Handwerker unterwegs. Im Hintergrund hört man schon den Presslufthammer-Dings, ne? Bogenschießen. Werfen. Fießen. Tiere ausnehmen, aber nicht die Mäuse. Speerfisch. Das heißt, einen Speer zu bauen.
Wäre schon wichtig. Okay, ein Lagerfeuer. Ich würde sagen, ein Lagerfeuer, aus meiner Sicht, passt gut hierhin. Ich hoffe, die Maus rennt nicht ins Feuer rein. Das wäre mir sehr unangenehm. Aber ich kann mir gut vorstellen, hier. Ja, das ist super. Honey, I ja? can't seem to find a bag or two. Are you sure you brought everything? Yeah, everything the porters left. Why? Is anything missing? I'm not sure yet, but it feels that way. Sie hat eine Vorahnung, okay. So, wir brauchen Zweige, wie es ausschaut, sonst kriegen wir unser Lagerfeuer nicht fertig. Hallo, Zweige. Halt, Zweig. Mausi! Ja, Maus, Maus. Da ist noch mehr Zweige. Ich glaube, 4 wird man alles zusammen noch brauchen, ne? 2 hatten wir ja schon, oder so. Oder liegen dort? Egal. Oder fehlten noch 2? Die Ranke nehmen wir nicht mit. Hier gibt's komische Geräusche. Ich glaube, ich bin im Dschungel. So, ein paar Minütchen noch, dann werden wir den ersten Part beenden. Steinchen. Können wir noch? Schaut aus. Steine können wir schleppen. Das ist die Schwarte kracht scheinbar. Hm. Das hat gerade ausgeschaut, als wenn jemand was in den Stein geschrieben hätte. Schatzi, hier gibt es irgendwie nichts. Wenn ich da jetzt runterfalle, bin ich tot. Naja, fast. Ich dachte mir, vielleicht brechen wir uns ein Bein oder so, ne? Na, ein Vogelnest. Okay. Ich hätte das Nest vielleicht stehen lassen sollen. Weil, vielleicht hätte man dann Eier essen können zum Frühstück. Ich suche nach Holz. Jetzt ist halt die Frage, ob man vielleicht eh schon alles haben. Kann ich mit einer Machete was kaputt hauen? Ich wollte es nur mal probieren. Ich glaube, das klappt so nicht. La, 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 la. Mausi, 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 Maus. Ja, du kleines Quietschi. Ich glaube, das ist kein guter Platz. Ich habe echt Angst. Nein. Das sind schon 3 Mausis. Oh Gott, wie süß. Ach, ich kriege gleich einen Süßheitsanfall. Jetzt fehlt noch ein Stecken. Hallo, Mausis. Ja, hallo. Ja, süß. Ja, süß. Ah, ich stirb gleich weg. La, 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 la. Ich brauche ein Stöckchen. Ein Stöckchen für mich, bitte. Haben wir den zusammenschlagen? Na. Obwohl, ich glaube, der hat Schaden bekommen, das Holz, ne? Das geht gut. Aha, da oben geht gleich was. Schau, irgendwas bricht zusammen. Jawohl! Langer Stock sogar. Okay. Und Stöckchen. Geht das nicht mehr zum Tragen? Na. Was mache ich jetzt mit dem langen Stock? Aha, den kann er nur einzeln nehmen. Aber der wird nicht hier gehen zum Bauen, oder? Kleiner Stock. Ich lasse ihn hier mal fallen, ne? Erweitern. Aufheben. Sammeln. Ah, das wird so wie mit dem Stein. Okay. Also. Bauen. Halte D gedrückt zum Demontieren. Ich will es ja nicht demontieren. Ich will das fertig bauen. Hallo? Das war jetzt ein normaler Stock oder was und kein kleiner Stock. Ja, was denn? Ach Gottchen. Kann ich das auch noch zusammenhauen? Na, das geht nicht mehr, glaube ich. Ein Stock.
Den ist, glaube ich, auch einer gefallen. Sammeln. Probieren wir mal, ob der jetzt kleiner wird. Kleiner Stock, tatsächlich. Sammeln für normalen Stock. Also es gibt langen und, wie es ausschaut, normalen Stock und kurzen Stock. Also drei Größen. So, immer schön her mit die Stöckchen. Was? Ich weiß nicht. Das Wasser schaut auch cool aus, finde ich. Na, da, 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 da. Ja, Mausi. Hoffentlich rennt es jetzt nicht da in das Feuer rein. Das wird mir das Herz zerbrechen. Nein, stecken, 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 stecken. Mehr Stecki. Fertig. Werkzeug benutzen, um Glut herzustellen. Achso. Ich glaube, wir werden jetzt den Part beenden, bevor wir damit Frauchen und so weiter und den Mauses hier weiter tun. Und mit dem Lagerfeuer. Also dann, ihr Lieben, ich hoffe, das Projekt hier gefällt euch. Das Spiel gefällt euch mir auf jeden Fall. Ich bin auch sehr gespannt, wie es weitergeht. Habe ich jetzt gerade das weggeschmissen? Ich habe euch gerade die Machete weggeschmissen. Oh, da liegt sie. Okay, ich habe noch keine Ahnung, wie man sie weg... wie man sie wieder wegtut, die Machete. Also, dass man ohne Waffe... Also auf jeden Fall, wenn man aufs Mausrad drückt, dann schmeißt man die Waffe. Das ist auch nicht schlecht. Na gut, jetzt wollte ich sagen. Ich wollte nur sagen, vielen Dank fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Ich wünsche euch von Herzen einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir spielen, metzeln wahrscheinlich später mal, versuchen zu überleben mit unseren neuen Mitbewohnern, den Mäuschen hier und unserer lieben Frau. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!